Bäume sponsoren, das finde ich dem ist extra Video. Ich soll wieder von oben filmen. Ja, ich weiß. Ich hatte es schon im Blick, also. Aber ich habe gerade gleich leer. Da steht nämlich meistens, oder wenn man steht irgendwas anderes, bitte? Die wollen keine Schlange. Genau, so sieht's aus. Na, der Jochen wieder der Unruhestifter. Am Quatschen, wenn es da vorne losgeht. Ja, hier steht was anderes als auf dem Trophäe. Ja. Wenn man fertig mit Filmen, das war ein Wasser. Also wir haben die erste Regel des Open Space schon verletzt, weil es fängt nicht an, wenn die Zeit reif ist, sondern wenn geklingelt wird. Aber ich glaube, das ist zu verkraften, weil ja, dass wir überhaupt was durchbringen. Im letzten Jahr habe ich seit dem letzten Jahr habe ich festgestellt, dass die meisten IT-Probleme überhaupt nicht technischer Natur sind. Deshalb habe ich mich heute entschieden, kein technisches T-Shirt anzuziehen. Und wenn ich so rumgucke, haben die wenigsten technische T-Shirts an. Ich glaube, das hat sich inzwischen rumgesprochen, dass das eigentlich keine technischen Probleme gibt. Technische Probleme lösen wir am einfachsten. Genau, die sind einfach zu lösen. Die anderen sind schwierig. Zunächst möchte ich so ein paar organisatorische Sachen sagen. Aber so ein herzliches Willkommen. Ja, willkommen. Ich habe fast alle schon persönlich begrüßt. Deshalb ist man das jetzt runtergegangen. Aber freut mich natürlich, dass wieder alle da sind. Und zunächst mal einen speziellen Dank wieder an Blue Hands, IT Economics und CAC für die Bereitstellung der Räume, weil das ist ja immer ein größerer Aufwand, das alles zu machen. Und ein Dank an unsere Sponsoren, die haben auch überall was aufgehängt und dieses Jahr ganz neu, wir haben eine Wand mit Stellenausschreibungen, guckt da bitte hin, ob da was für euch dabei ist. Für die, die noch nie da waren, so organisatorisch, Toiletten gibt es immer an dieser Stelle da hinten in jedem Stockwerk. Und rauchen bitte nur hier draußen im vierten OG, nicht unten auf den Balkon gehen und da was machen. Wir haben ein WLAN, Passwort ist Open Space, es hängen auch ein paar Zettel aus, wo das nochmal draufsteht oder sonst einfach jemand fragt. Wenn man was anderes essen oder trinken will, wie das, was irgendwo rumsteht, die Kaffeetanten fragen. Genau. Mittagspause wird 13.30 Uhr sein, da wird es ein bisschen Unruhe geben mit dem Aufbau vom Essen, so eine halbe Stunde vorher. Also dass man da einfach ein bisschen guckt oder vielleicht hilft auch der eine oder andere was hochtragen, wenn er gerade was ist. Dann so, wer ist morgen nicht da, wer weiß das schon? Das ist für dich, dass du gucken kannst, wenn man mit Essen noch irgendwie oder mit gucken. Aber es ist jetzt 16. Zwei weniger. Wir beginnen jetzt dann mit der Themenfindung. Da das aber ein Open Space ist und nicht alle jetzt genau wissen, du weißt ich ganz genau, ich weiß, was du wie das abläuft und was, an was man denken muss. Möchtest du aus dem Kopf sagen? Oder ich möchte aus dem Kopf sagen. Ja, Open Space, für die, die schon oft auf einem Open Space waren, da kriege ich immer wieder mal die Frage, wieso muss man da die Prinzipien und Regeln jedes Mal wieder neu erklären? Sage ich euch, weil das hier für zwei Tage ein bisschen ein anderer Raum ist. Also da draußen diese Welt, die ist voll von Tausenden von Regeln, Verkehrsschilder und was weiß ich, und man geht in Meetings rechtzeitig und geht dann auch nicht raus, weil der Chef, keine Ahnung, sein ganzes Zeug irgendwie loswerden muss und dann wartet man, bis das blöde Meeting endlich vorbei ist. Hier gibt es ein bisschen andere Regeln und Prinzipien für zwei Tage. Die da wären, du hast gerade schon gesagt, es beginnt, wenn die Zeit reif ist. Also manche Sache, manches Thema, manches Gespräch und so weiter
mag vielleicht vormittags noch nicht zustande kommen, sondern kommt erst zum Mittagessen oder anschließend zustande. Auch wenn ihr hier in diesem Excel-artigen Ding seht, dass da irgendwo Zeiten drin stehen. Das sind Vorschläge. Open Space heißt, dass wir hier 2 Tage, also das ist der große Rahmen, der liegt schon fest. Also morgen Nachmittag ist irgendwie dann doch Schluss. Aber dazwischen ist alles, was hier zeitlich passiert und auch alles, was hier räumlich steht, Vorschläge. Also stellt euch hier auch vor, da gibt es noch eine Terrasse, eine Stadt, ein oben auf dem Sofa, ein weiß der Geier was. Also die Idee ist, dass es immer genügend Zeit und immer genügend Orte sich finden, wo das stattfinden kann. Genau. Also erstes Prinzip beginnt, wenn die Zeit reif ist. Zweite Geschichte, die da sind, sind genau die richtigen. Also wenn ihr jetzt auf irgendeinen Crack wartet, der, weiß ich nicht, den neuesten Scheiß irgendwo euch erzählen kann, der ist halt nicht da. Fertig, raus. Der ist natürlich da. Der ist da. umso besser. Also die Leute, die, weiß ich nicht, 60 Leute, die hier im Raum sind, die haben genau das Wissen, genau die Leidenschaft für das, was die 2 Tage hier passieren wird. Ich mach schneller, Frank. Prinzip 3. Zeit. Genau, das, was passiert, ist das Einzige, was passieren kann, ist das dritte Prinzip. Da hängt man meistens noch hinten dran, irgendwie seid darauf eingestellt, überrascht zu werden. Also ob jetzt eine Session hier länger dauert, kürzer dauert, ob da nur ein kleines Gespräch zustande kommt, ob ihr euch passiert durchaus ganz alleine in der Session wiederfindet. Ja, schön was passieren, als man weiß, wie lange sind die Sessions, irgendwie eine halbe oder dreiviertel Stunde Zeit zu haben, sich mit dem Thema ganz allein zu beschäftigen. Wann habt ihr das schon mal? Also seid auf Überraschungen vorbereitet. Genau, und dann gibt es ein viertes Prinzip, vorbei ist nicht vorbei, also nochmal zu den Sachen hier, manche Session will es länger dauern und braucht auch ein bisschen mehr Zeit, findet Mittel und Wege, dass das trotzdem irgendwie passieren kann, Raum wechseln, wir gehen schon mal raus, wie auch immer, passiert. Dann gibt es beim Open Space hier, habe ich heute Morgen gesehen, noch ein fünftes Prinzip, hier gibt es keine Hierarchie, richtig? Steht da. Und gibt's auch. Alle Teilnehmer sind gleich, also hier gibt es keinen irgendwie, also... Sprecht miteinander auf Augenhöhe, heißt das so schön. Genau. Dann gibt es noch eine unglaublich wichtige Regel und die halte ich für essentiell, nämlich das Gesetz, ein Gesetz der 2 Füße. Was heißt das? Also eben nicht, dass man hier in eine Session reingeht und dann diese blöde Session, wo ich jetzt die Falsche habe, weil diese JavaScript-Library interessiert mich jetzt gar nicht, das ist ja ein alter Hut. Da muss man nicht bis die Session vorbei ist, zum Sitzen bleiben. Wenn man nichts mehr beitragen kann und möchte, ehrt man die Gruppe, in der man sie verlässt. Also dieses Prinzip durchaus gerne nicht nur im Kopf behalten, sondern ausprobieren und aktiv praktizieren. Es gibt 2 Tiere, die dieses Prinzip noch aktiver praktizieren. Ein großes Dankeschön an die Vivian für diesen Schmetterling und diese Hummel. Der Künstler war die Vivian heute Morgen. Genau. Die Hummel ist ein Tier, die das Gesetz der 2 Füße dadurch anwendet, indem sie sehr schnell zwischen Sessions hin und her wandert und dadurch, ihr habt gesagt, ich soll das nicht sagen, ich sage es trotzdem, die Sessions gegenseitig befruchtet und bestäubt. Ja, was so eine Hummel halt macht. Und der Schmetterling, ich kenne ja auch ein, zwei, die das auch schon die vergangenen Jahre gemacht haben, ist in keiner Session, ist irgendwo hier auf der Terrasse oder wo auch immer, sitzt einfach nur da und wartet, dass ein 2. Schmetterling sich dazusetzt oder nicht mal das, er ist einfach nur schön, keine Ahnung, und sitzt da rum in der Sonne. Genau, also diese 2 Tiere im Auge behalten und auch gerne mal versuchen, Schmetterling oder Hummel zu sein. Ah, genau, genügend Gesetze, genügend Prinzipien, genügend Regeln, darf ich? Ja, nutze. Okay, diese riesengroßen Kärtchen. Sind dazu da, dann irgendwo als Vorschlag hier auf der Agenda gleich zu landen. Wenn ihr jetzt glaubt, oh Mist, ich kann ja nur eine Session machen, wenn ich irgendwie Experte in XY bin, ganz und gar nicht. Wenn ihr irgendwo sagt, da fühle ich mich aber gerade ganz unsicher mit dem Thema oder da habe ich eine riesengroße Frage schon seit Wochen im Kopf oder... IT. Was auch immer. Das ist hier genau der richtige Ort, der richtige Rahmen, genau diese Frage auch mal zu stellen, weil da sind Leute im Raum, die können euch andere Perspektiven geben, Ideen geben, spiegeln, was auch immer. Also her mit den Fragen. Also es geht nicht nur darum, ich weiß was und ich erzähle euch eine halbe Stunde was, so wie ich das gerade tue hier. Genau. Dann vielleicht als kleiner Hinweis, Thema drauf und unten vielleicht auch den Namen der, von dem, der, die das vorgeschlagen hat, unten drauf.
Weil es gibt dann anschließend noch eine Phase, wo wir Willen-Sessions zusammenlegen, Sessions in einen anderen Raum verlegen, Sessions auf eine andere Zeit verlegen. Und nur die Leute, die eine Session vorgeplant haben, sollten das miteinander tun. Genau. Ich schon, was du Session Hosting und Session Carpering sagen? Session was? Session Carpering? Hosting und Carpering. Carpering? Ja, also Session Carpern. Session Carpern? Ja. Welche Session bist du Carpern? Ja, erzähl uns drüber. Also, hallo? Ja, halt die Kamera, genau. Session Hosting vielleicht noch als erstes, eben der die Karte vorschlägt, der hält auch die Session, der ist dafür zuständig, das Ganze zu moderieren, dass es so halbwegs eine vernünftige Bahn abläuft. Und was dann immer mal wieder vorkommen kann, wenn jemand da ganz viel weiß, dann ist man natürlich immer wieder in Versuchung, da auch viel zu erzählen. Und dann wird es im Prinzip so eine One-Man-Show und dann muss eben der Session-Hoster, wenn er eine gerade zufällig der erste nie gekapert hat, muss dann halt dafür sorgen, dass es so ein bisschen eher im Konsens geht, wenn halt andere was sagen wollen. Ist natürlich auch mal so, dass es eine Session gibt, bei der wirklich fast niemand was weiß und da auch nicht dieser Bedarf da ist, dass jemand was sagt und das wirklich eher so vortragsmäßig geht. Aber da soll eben der Session-Host drauf schauen, dass wenn es nicht so ist, dass alle was beitragen können. Ja. Mhm. Zurück zu dir? Oder soll ich? Kannst gerade weitermachen. Wir machen jetzt die Sessionfindung. Das findet so statt, dass jeder gerne nach vorne kommt, sich ein Zettelchen schnappt, drauf schreibt, was er will, über was er reden möchte und es kurz vorstellt. Und dann versuchen wir das irgendwie da. Und schon haben wir einen Plan. Genau, und schon haben wir einen Plan. Genau, Open Space eröffnet. Yeah. Yeah. Manu, wie du hast noch keine vier Kärtel geschrieben? Also, okay, dann mache ich halt alles. Ein hübsch Gott. Soll ich auch schwenken? Ja, bitte. Schau, ich kann auch zum Alex hoch. Ja, den habe ich auch schon raus. Aber ich muss sagen, ich mag es nicht. Ich bin gleich so. Sehr schön, sehr schön. Oder gibt es einen anderen? Ich wollte eine Karte schreiben. Ja, das ist ja. Ich wollte dir mal blocken, weil das ist ja drin gehen müssen. Pass mal. Wir wollen jetzt halt mal schaffen. Ah, und daneben? Werte? Oh, ja. Du, da haben wir letztes Jahr eine richtig geile Session beim Death Space gehabt, die ist sogar online. Die war richtig geil. Da war Christine noch mit dabei. Und das haben wir so im Moderatorenformat gemacht, beziehungsweise immer vier vorne. Und dann ist halt ein Mikrofon rumgegangen und so war einer zugekommen, ne? Kennst du ja, wenn geht einer raus. Das war richtig stark. Da hat zum Beispiel auch der Daniel Marbach erzählt, wie es bei Particular läuft. Die sind ja komplett quasi dezentral und quasi async. Also das ist richtig, die haben es richtig geil.